Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Runde. The Forest, die Losers gefangen auf einer Insel. Müssen sich hier aufbauen und drehen vollkommen am Rad, gemeinsam mit Deko. Hasta la bonna! Hallo Muchachos! Ich begrüße Sie ganz herzlich. Willkommen zurück zu The Forest. Lass doch mal zuallererst was essen und trinken, würde ich sagen. Gibt's denn was zu trinken überhaupt? Haben wir hier meine Schildkröten? Wir haben was. Kann man die trinken einfach, oder? Nein, schön in deinen... in deinen Wasserbeutel reinbrezeln. Also so kannst du natürlich auch einfach trinken, ne? Aber ja, hallo. Also ich muss ja was trinken. Und hier haben wir ein bisschen Fleisch, das können wir auch sofort snacken, meinte irgendwer mal. Ich schmeiß trotzdem mal auf den Grill. Übrigens, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, es gab leider einen kleinen Fehler beim Upload, sodass eine zukünftige Folge vorher kam und deswegen, ne, ein bisschen durcheinander gekommen hier alles. Das sollte jetzt aber wieder alles geklärt sein. Also freut euch auf maximalen The Forest Spaß wieder in richtiger Chronologie. Kann ich das Wasser irgendwie abbrühen, abkochen hier? Also das Wasser, was du schon hast? In meinem Trinkschlauch. Ja, ist das von der Schildkröte oder von wo ist das? Schildkröte und Lachs, scheiße. Also von der Schildkröte ist safe. Lol, da war gerade 90% schmutziges Wasser drin. Jetzt habe ich die 10% noch aus der Schildkröte genommen und jetzt ist es 100% sauberes Wasser. Jäger, ich bin ein Magier! Einfach eine Magier! So, lass uns heute auf jeden Fall mal einen neuen Spot kennenlernen. Der ist ja... so, als erste Basis schon mal gar nicht so schlecht gewesen, aber es geht auf jeden Fall noch besser. Aufbauen wollen wir uns hier nicht. Die Frage ist dann, wie war das? Wo kann die hin? Lexe ja auch hier drin tot machen. Ha. Hier drin tot machen? Ja. Ja, ich habe einen Hasen gerade erlegt. Zack. Und Falle neu stellen. Ich habe den Kopf wieder. Tada! Guck mal, hier haben wir schon unsere schöne Trophäenwand. Da habe ich jetzt auch nochmal den Hasen hingeklatscht. Das sieht doch schön aus. So, Dicker, in welche Richtung willst du? Das Fleisch hier, das getrocknete kann man direkt essen. Das getrocknete Fleisch essen. Oh, geil, Alter. Lecker, schmecke. Keine Ahnung. Darfst du hier aussuchen? Einfach in diese hier? Oder in die andere? Nee, das. Okay, gehen wir mal hier lang. Oh, Harz noch in die Richtung ist bis jetzt wenig unterwegs gewesen. Das glaube ich auch. Habe ich auch nochmal rausgenommen. Easy. Ja, wir haben in der letzten Folge... Schmutz drin. Oh, wir haben hier einen See. Bei euch höchstwahrscheinlich gerade eine Höhle entdeckt. Oh, den Topf nehmen wir natürlich mit. Uns fehlt immer noch ein bisschen. Uns fehlt immer noch die Kettensäge. Ich habe absolut keine Ahnung, wo man die findet. Aber ich glaube, das war nicht in einer Höhle, sondern irgendwo oben. Aber ich kann mich auch irren. Es könnte auch eine Höhle sein. Absolut keine Ahnung. Ich habe einen Fisch gefunden, Marvin. Ist den. So, einfach, eiskalt. Einfach. Also, ach, hier sind wir jetzt. Oh, jetzt ist er tot. Scheiße. Hier sind wir, glaube ich, jetzt Richtung Meer unterwegs, oder? Eigentlich war das Meer in die andere Richtung, oder? Ja, aber ist das nicht eine Insel? Ist hier auf allen Seiten mehr? Ja, aber da ist es ja eher so Gebirge, weißt du? Puh, Hier ist... wollen wir nicht einfach hier die Base bauen? Auf diesem... Ja, können wir machen. Dann hatte ich natürlich erst mit Kev meine Base, aber können wir gerne wieder machen. Ich hätte sonst gerne mal was anderes, weißt du? Ja, geh doch mal einen Hügel weiter hier. Da oben hoch, vor uns. Ja, das sieht gar nicht so ungeil aus. Warum gewittert das jetzt? Digga, warum hast du so einen Karpfen dabei? Ja, nimm den doch mal. Was soll ich damit, Brudi? Essen. Das ist so ein riesen Goldfisch. Ja, nimm ihn. Nein. Och. Max hat dich gefangen. Muss mich doch kennen. Ich hasse Fisch. Guck mal, hättest du Fisch gehabt, ne, mit dem Protein wärst du einfach hochgelaufen. Marvin läuft außen rum, weil er zu schwach ist. Ach, wolltest du da dich schon aufbauen jetzt, oder wie? Hey, oh, hier ist ein See. Das ist eigentlich der perfekte Spot hier, oder? Ja, wenn da noch irgendwo eine Höhle ist, dann nehme ich die auch natürlich. Ach so, und du sollst natürlich mal deine Flare-Guns ein bisschen häufiger benutzen. Habe ich in den Kommentaren gesehen. Du sammelst die immer nur, scheinbar. Oh, ich nutze die auch. Wo sind wir? Hier! Hallo! Guck mal, hier ist so eine peitschende Weide. Ja, und hier ist ordentlich Action, würde ich sagen. Ist da eine Höhle? Nee, aber hier ist ein Dorf. Ja, komm mal her, ja? Komm mal du zu mir. Hier will ich die Base gerade. Ach, da willst du eine Base aufbauen? Echt? Direkt in so einem... in der Nähe von dem Dorf? Also, ja, warum nicht, ne? Ja, dann haben wir immerhin Knochen, ne? Und wir haben... Blaubeeren auf jeden Fall da bei der Base. Onmas Blaubeeren, ja, die sammle ich auch gerade. Geil. Wo bist denn du hier? Müsste ja eigentlich in der Nähe sein, ne? Hi! Ah. Genau. Das hier können wir noch ein bisschen, nicht schlecht, oder? Hier können wir noch auf jeden Fall ein bisschen Stoff mitnehmen. Ist das hier, wenn man hier runterguckt? Ah. Da in dem Ding könnte auch ein Höhleneingang sein. Ich nehme alles. Wo? Da unten? Ja, ich suche jetzt auch erstmal ein bisschen nach TNT. Irgendwas muss hier bestimmt noch sein. Rumliegen, wie auch immer. Seil auf jeden Fall, Deko, ne? Seil. Auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich nehme mit. Ah, der Boden ist wieder sehr, sehr dunkel. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Soda, Treibstoff, hier ist, ein Seil. Hier ist kein Seil. Hier sind zwei Seile. Aber sonst keine Höhle, ne? Nee, kann ich nicht sehen. Langweilig. Aber guck mal, Höhleneingang könnte... Oh, jetzt ballert's los. Hast du was gesehen? Längs. Töte ihn!
Hallo. Ja? Follow me. Ja, ich sehe dich doch auf der Karte. Geh doch schon mal vor. Ja, hier ist ein kleiner Tümpel. Da könnte, rein theoretisch, würde mich jetzt nicht wundern, wenn da so ein Höhlentaucheingang ist. Höhlentaucheingang sogar? Der Tümpel da. Ich glaube, sie ist Gespenster. Wir können ja gerne mal hingehen, aber... Hoppala. Hier meinst du, ne? Ja. Ne, da kann ich gerade mal meine Füße drin verstecken, glaube ich. Aber wo sind wir denn hier? Brudi, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber es gefällt mir, muss ich sagen. Hier ist dieser Fluss unten, oder nicht? Ja. Wollen wir mal weiter nach links gehen, oder? Also ich meine hier lang eher. Obwohl, von da kommen wir ja auch, ne? Ich glaube, den ganzen Kack kennen wir da schon. Wollen wir nach links gehen? Marvin läuft nach rechts. Na, da kommt ja darauf an, von wo man das sagt, ne? Eigentlich, ja, ich will mich hier nochmal ganz kurz umschauen. Unsere Base bauen. Da kann man auf jeden Fall gut Explosives bauen, wo du bist. Hier bei der peitschenden Weide bauen wir unsere Base. Okay, dann komme ich zu dir. Siehst du da bei dieser peitschenden Weide auch noch ein bisschen Berggeröll, was man wegsprengen könnte? Ich glaube, da war auch noch irgendwo ein Schatz. Jetzt gerade direkt nicht. Hier mal im Fluss. Oh, ich glaube, das könnte ganz nice sein hier. Vor allem die Alien-Arschlochviecher. Dann machen wir das. Dann komme ich zu dir und bauen uns da auf. Hochkommen. Dann können wir uns endlich mal eine sexy Base basteln. Mit einem Haus. Bei dem Spot. Mit einer Mauer, einem Fallengang. Ich würde das Haus, glaube ich, sogar hier hinbauen. Oder vielleicht sogar hier drauf. Dann haben wir einen schützenden Flusssee-Tümpel vor uns. Okay, und immer wieder Koffer, ne? Ja, und hier sind halt alles voll mit Blaubeeren. Ja, geil. Ja, dann bau hin, wo du denkst, D'accord. dass wir... D'accord. Ja, ja. Ich glaube, das ist jetzt Real Talk. Das ist so ein heiliger Baum von denen. Jetzt for real. Und die sind hier wohl sehr häufig unterwegs, ne? Ja, dann ist doch gut. Ja, okay. Blockhütte. Aber irgendwo... Sollte es hier noch einen Schatz geben? Haben wir nicht irgendwo ein Bild bekommen mit dem Baum? Ich check das mal eben. Ah, ich kann auf dem Felsen hier kein Haus bauen, oder wie? Ist ja unbefriedigend. Altes Foto. Ah, ne, ist ein anderes. Okay. What do you say to... Ist? Ja, ich dachte, wir bauen eher ein eigenes, oder? Achso, können wir auch machen. Oh, ich höre wieder was. Ja, ich auch. Vielleicht sollten wir als erstes eine Mauer bauen und dann was drumherum ist, oder? Dann basteln doch schon mal... Wie kriege ich den Scheiß wieder weg? Mit C, glaube ich, ne? Genau. Ah. Als erstes so ein Lock müssen wir bauen, damit wir genügend Holz haben. Einer fehlt hier noch. Ich brauche eine Mauer. Wo kriegst du eine Mauer her? Eigene Wand. Und dann fange ich hier schon mal an zu sprengen. Ja, machst du. Oh, bam. Nummer 1. Nummer 2. Felspfad. Habt ihr noch Felspfad? Noch ein Zaun. Baumhaus. Oh, wir könnten auch ein. Alter Schwede. Geil! Baumfeld! Okay, in dem großen Arschlochbaum können wir keinen. Aua! Baumhaus bauen. Digga, ich sterbe. Aber bringt sich selber um. Oh, der Baum ist auf mich gefallen. Okay, na, ich will ja eigentlich hier eine Mauer bauen. Ist eine Mauer was extra oder ist es einfach nur eine Wand? Wie, was? Eine Mauer ist eine Mauer. Was willst du denn wissen? Ja, aber kann ich eine Mauer bauen? Oder heißt das Ding einfach nur Wand? Ah, hier habe ich Verteidigungswand. Ja, okay, also, ja. Ich wusste jetzt auch nicht, was dein Problem ist, aber ja, hallo. Dass ich nicht weiß, ob es eine Mauer gibt oder ob es eine Wand heißt. Ist doch egal, wie es heißt. Ja, ich habe gerade nur die Wände von dem Haus gefunden. Ach so. Nee, das ist es nicht. Aha. Das war ja genau meine Frage. Einmal bitte so einen Lokschlitten bauen. Dankeschön. Wir brauchen deine Stöcker. Hallo? Sie hören? Hallo? Hallo, ich zieh doch gerade die Mauer. Okay, dann sag mir das doch. Ich brauche auf jeden Fall deine Stöcker. Ich hab nichts mehr. Und hier ist auch nichts an Stöckern. Shit! Aber das ist eigentlich voll der Kackplatz, wenn es hier keinen Stöcker gibt. Kriegst du die Stöcker, weil du Bäume fällst? Nee. Oh nee, ey, der Platz ist eigentlich richtig kacke. Hier gibt's kein bisschen Stöcker. Null. Und wir brauchen immer wieder Stöcker. Echt nix. Wenn wir, also die liegen auf dem Boden rum, ne, aber ne, ey, hier will ich nicht hin. Das wird mich immer aufregen. Ja, ist scheiße. Ja, kann ich schon verstehen. Dann baue ich die ganze geplante Mauer hier da weg. Und ich nehme jetzt mein Lok. Jetzt habe ich natürlich auch hier aussuchen. Den ganzen Wald leer gefegt. Kannst du mich mit dem Lokschlitten rumschieben? Nee, du musst auf jeden Fall auch... Schieb mich mal zu einem neuen Spot. Du musst auch mal was mitnehmen, weil, guck mal, wie viel hier schon rumliegt. Ja. Das wäre sonst echt verschwendet. Ja, aber willst du jetzt, ich weiß ja nicht, wo wir jetzt hingehen. Ich auch nicht. Willst du jetzt den scheiß Schlitten damit schieben oder was? Ja, natürlich. Dann lass uns wieder in diese Richtung ziehen hier. Hallo! Welche Richtung? Hier in die. Ja, da ist das Dorf, ne? Ja. An dem bei dem Dorf
Stöcker? Ja, in diese Richtung muss es auf jeden Fall Stöcker geben. Wir halten jetzt irgendwo und wo es da Stöcker gibt, da ziehen wir dann hin. Digga, guck mal, wie schnell ich bin. Ich hab so einen Schlitten, bin schneller als du. Alter, was für ein Wetter. Dass es so schwierig ist, einen anständigen Base-Spot zu finden, hätte ich gedacht. Also wo du natürlich auch alles findest, ne? Es gibt ja sogar Plätze. Ja, wo du schon mit Käfer hast. Ja. Und es gibt, oh, hier können wir natürlich auch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Stöcker. Dann nehme ich was mit. Oh! Aber ja, irgendwo da unten. Was da? Ich werde angeolgert. Oh! Digga. Los, nudel ihn! Die ganze Zeit sein Scheißkopf. Da war auch noch ein zweiter irgendwo, aber der ist... Ich glaube, hier unten könnte was gehen. Ja, hier sind auf jeden Fall viele Stecker. Oh yeah. Booty! Dann brauchen wir nur noch einen anständigen Spot, ne? Ja, dann such hier mal. So hier in der Nähe. Gleich sind wir wieder bei unserer Base, das wäre lustig. Ist hier nicht irgendwo ein Höhleneingang? Keine Ahnung. Weißt du, dass wir die Klippe so mitnehmen? Die schützt uns auf der einen Seite. Ja, wie du magst. Dann bauen wir so eine halbe Mauer drumherum. Das sieht doch gut aus. Dann fang mal an zu basteln, ich vertraue dir da, dann bist du in dieser Staffel mal wieder der Bauingenieur. Und wir haben hier auf jeden Fall genug Stöcker. Los. Und wir können hier gleich richtig geil sprengen. Muss ich ein Loch lassen für ein Tor? Ich glaube schon, ja. Das heißt, da kann ich nichts hinbauen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Also wir brauchen ja eh so einen Fallengang, ne? Wo ist denn eigentlich das TNT? Hatten wir nicht irgendwo noch TNT? Keine Ahnung. Verteidigungsdorn. Fortgeschrittene Fallen. Wo gibt's denn ein Tor? Okay, keine Ahnung, wo ich ein Tor finde. Okay. Vogelhäuschen. Aber alles keinen Sinn hier. Wand mit Tür. Wand mit Tür, okay. Klingt aber eher nach einem Hauseingang halt, ne? Und nicht nach einem Tor für eine. Nee, das sieht nicht gut aus. Aber ich finde kein Tor. Ja, dann lassen wir es erstmal. Dann kommt da einfach der Fallentunnel rein. Den brauchen wir ja eh. Boah, ja genau. Dann kommt hier noch so eine Steinschleuder dran. Ja, bau erstmal, wie du denkst, wie es am besten ausschaut. Aber ich brauche auf jeden Fall gleich dein TNT. Damit du hier mal ordentlich, Stress machen kannst. Ich habe nämlich leider keine Uhr mehr. Da müssten wir erst einmal wieder in eine Höhle reingehen. Wo ist der Gang? Wo kommt man hier hoch? Soll ich lieber bauen oder kommst du klar? Ich musste gucken, wo ich hier enden muss. Hier ungefähr. Passt das? So, dann sollte uns hier keiner durchlaufen können. Wir sind fertig. Eigentlich haben wir jetzt nur eine Tür. Aber passt doch eigentlich, ne? Ja, im Notfall holzen wir da eine Wand ein oder ein Loch rein. Passt schon. Dann, hier einmal C4. Wir haben ja hier dranlegen, C4. Ja. Sprengstoff, wo? Hier ungefähr, ne? Mit C drankleben. Nicht werfen! Auf den geschmissen. Ah, sonst hätten wir eben die beiden Dinger auch noch mitbekommen, hier ist wahrscheinlich. Aber nun gut. Ist dran! Lauf weg! Wow! Rudi! Aua! Okay, das war schmerzhaft. Jetzt sollten wir schnell sein, sonst kommen die Lexer angelaufen. Schnell! Oh, ich höre sie schon. Echt? Oh. Ja. Höre. Ah, da unten hier. Schnell, los! Siehst du, war doch gut, dass ich einen Schlitten mitgenommen habe. Alter, mehr Holz. Oh ja, wir brauchen viel mehr Holz. Also auf der Seite. Ja, eigentlich. Ich muss hier auch noch ein Loch rein. Hier beim Weg. Wollen wir das Loch da nachträglich reinmachen? Ah, soll ich mach mal. Ja, die ganzen anderen Bäume hier kann ich auch wegholzen. Ne? Soll ich nochmal Bäume benutzen? Ja, wenn du noch genug hast, das geht am schnellsten, ne? Sprengstoff. Ist nicht so schlecht. Baller ich mal hier dran, dann wird hoffentlich einiges erwischt. Oh! Und es hat Boom gemacht. Ja, das waren 5 Bäume. Oh, hier ist schon Party! Vor unserem Basen. Kann ich den Header geben? War leider kein Header. Jetzt rennt er weg, die kleinen Pussy. Halt sie weg. Digga, wenn das kein Header war, dann weiß ich aber auch nicht. Okay. Oh, da kommt einer mit brennenden Tennisbällen. Hilfe, mein Höschen. Der ist gerade weggerannt, aber den wirst du wahrscheinlich auch gleich sehen. Okay. Ist das auch genug Platz hier? Ja, kriegen wir hin. Oh, Alter, ich hab's runtergelassen. Alter Schwede. Unten liegt richtig viel Holz. Dann müssen wir da vielleicht nochmal mit unserem Lok hinfahren. Ich mach das mal eben. Ja, ich lauf gerade schon, aber unten auf jeden Fall an der Klippe. Irgendwo hier. Oh. Jetzt schnell. Ja, es wird auch schon wieder dunkel, ne? So ein paar Fallen sollten wir eigentlich noch bis dahin aufbauen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. So, 1, 2. Oh, es ist auch wieder arschdunkel, ne? Oh. Es wird schon echt finster, ja. Ist nicht noch mehr Holz? Hier habe ich auf jeden Fall on was mitgenommen. Oh, der Schlitten ist gleich voll, das war gut. Okay, dann muss ich wohl auch mit der Hand Bäume fällen hier, weil langsam gehen mir die Bomben aus. Oh, jetzt aber ganz, ganz schnell. Ab nach oben. So. Auf jeden Fall bei den Eingängen da noch diese Schlingfallen hinbrezeln. Ja, aber noch haben wir keine Eingänge, weil
alles ein Eingang ist bis jetzt. Ich glaube, ich höre was. Mama! Höschen! Ja. Hä, wo? Ich fäll hier im Baum und sehe einfach nichts, ey. Warum ist das da? Warum ist er weggebackt? Oh, Baumfeld! Was ist hier los? Komm! Ey! Der Bruder. Und die Baumstämme hin. Ja. Alter, das ist so scheiß dunkel. Ich sehe auch absolut gar nichts. Digga! Was passiert hier? Wo bin ich? Jetzt nicht wieder da. Ich baue schon mal ein Lagerfeuer. Ah, bin ich jetzt endlich da? Irgendwo so mitten rein hier. Oh, ja. Wir brauchen auch irgendwie Licht, ne? Ganz viel Licht. Deswegen gerade ein Lagerfeuer bauen. Ja. Geld reinschmeißen. Mehr Geld. Okay. Dann brauchen wir... Wirklich? Alles? Ist das das Standfeuer? Nee, das war... Oh, da kommt schon was! Hi! Willst du den Hallo sagen? Wie kann ich das abbrechen? Ich würde dir eine Falle bauen. Hallo? Bitte warten Sie noch, bis meine Falle durch ist. Ja, bitte. Bitte warten Sie. Ja. Oh Mann, ey. Ist er da drin oder was? Die Lady! Oh fuck. Lol, ich habe einfach das Lager... Also er die Fackel richtig weggeholzt. wir brauchen mehr Licht, hallo? Ist das dunkel? Ja, mehr Licht wäre nicht schlecht. Ja, wen habe ich? Habe ich wir da schon jemanden gefangen? Gefangen? Kuckuck! Hallo? Ja, wen haben wir denn da? Qu'est-ce que c'est que ça? Hallo? Hallo? Hab sie abgemördert? Ja? Schmeiß sie gerne ins Lagerfeuer. Liegt aber gerade schon Essen drauf. Ah, passiert ja nichts. Auch einfach nicht so schlau, das Essen schon draufzulegen. Hätten wir gerade wieder auf. Geh kaputt! Okay. Was ist das hier? Das ist eine Stock. Ja, habe ich schon mal ein bisschen was gebastelt. Alter, da fehlt aber noch ein bisschen was für unsere Basis. Meistens so Essen. An Baumstämmen. Mhm. Da fehlt noch einiges, ja. Zwei haben wir hier noch. Brät sich schon mal hier rein. Eieiei. Aber vielleicht können wir ja schlafen gehen. Lass mal. Achso, wir haben gar keinen. Jagdunterstand? Ja, bastel ich. Ey, bastel ich schon. Okay, oh. Ja, irgendwas kommt von der anderen Seite scheinbar noch. Ja, war so ein Lizard hier. Gru. Oh. Der klettert hier den Baum hoch. Wieso, wo ist er denn? Oben im Baum. Schieß ihn runter, den Lappen. Ich treffe ihn nicht. Ach, da ganz oben, Alter, was? Digga, wie krank ist der? What the fuck? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da ist er. Ich getroffen. Hilfe, Digga, wie viele? Sind das mehr? Wow. Hab ich. Alter, das war ein Heady, ey. Ja, renn hier rein. Ja. Hallo? Okay, den haben wir. Nice. Und wieder neu spannen. Ja, wir brauchen wieder 7 Loks hier. Sonst können wir nicht schlafen gehen. Ich dachte auch, dass du als erstes für die erste Nacht den normalen Unterschlupf bastelst. Ja, können wir auch machen. Dann lass ich ihn wieder ab. Nee, lass ruhig. Hast du schon, oder? Ja, okay. Ja, aber wir haben ja zum Glück die Stecker, ne? Oh, zum Glück, ey. Schlafen! Okay, wollen wir es versuchen? Ja, los, komm. Okay, versuchen wir mal zu pennen. Mal gucken, ob wir hier gestört werden die Nacht über. Aber ich glaube eigentlich... Oh, wir konnten eiskalt durchpennen, hab ich gedacht. Ja, ich auch nicht. Können wir erstmal was essen hier, ne? Ich mag den Spot jetzt schon. Fühl mich direkt so ein bisschen zu Hause. Ja, wir brauchen leider wieder ordentlich... Hoppala. Wir brauchen richtig, richtig viel vom... Oh, warte mal, getrocknetes Fleisch nehmen wir erstmal. Wir brauchen richtig viel Loks, wir brauchen TNT, wir brauchen alles. Alles. Schildkrötenpanzer. Essen und trinken. Okay. Ja, wollen wir gemeinsam hier mal mit der Axt schwingen? Also die Motorsäge wäre natürlich ziemlich cool, ne? Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich die finde. Hast du vielleicht noch irgendwo TNT? Ich glaube, ich habe es nämlich nicht eingesammelt. Oder ich habe schon alles verballert. Das kann auch sein. TNT. Leuchtpistole. Ah ja, ich habe Leuchtfackeln. Mhm. Die Axt auch mal ein bisschen schmuffer machen hier. Nee, ich habe noch zweimal Sprengstoff habe ich noch. Oh, dann kannst du damit aber auch nochmal schön arbeiten, oder? Eigentlich wollte ich das aufheben, aber okay. Nein. Haben wir hier irgendwo eine Ecke, wo mehrere Bäume beieinander sind? Digga, hauptsache ich habe jetzt meine Axt nochmal so ein bisschen gepimpt, ne? Damit ich die schneller schwingen kann. Ich habe einfach zwei Federn dran geklebt. Sieht richtig albern aus. Ja, los, also, wo soll ich die hier hinpacken? Am besten, boah, wenn du Glück hast, hier so. Hier ist viel. Achso, da hinten. Ja, dann mach da. Irgendwo, wo richtig viele auf einen Haufen sind. Richtig. Ja, dann hol schon mal deinen Schlitten her. Yes, on my way. Das ist hier viel. Ich vertraue dir da schon. Die Reichweite ist. Sieht schon relativ nah beieinander aus, alles hier. Ich pack's ja dann gib ihn.
ja gar nicht mitbekommen, dass du irgendwas gelegt hast. 4 Bäume oder so, 5 Bäume habe ich umgeklatscht. Alter, das ist natürlich sehr, sehr Zucker. Ja, dann. Ahoi, ne? Finish the walls! Finish the walls! Und haben hier den Wald mal wieder komplett zerstört. Man kennt ihn. Ja. Die Menschheit, sie kommt. Weiche! Natur, Weiche der Zivilisation. Ja, ist voll, oder? Hä, was machst du da? Das war Absicht. Oh, geht noch mehr rauf. Ja, das war's aber, glaube ich. Und jetzt können wir... Arbeit, Arbeit. Oh ja, wir kommen voran. Okay, hier lagen, glaube ich, noch 2, 3 Baumstämme. Ist hier was runtergefallen? Mhm. Stöcker nehmen wir auch wieder alle mit. Ich hoffe, der Kram wächst hier nach. Nicht, dass wir gleich alles weggeholzt haben. Dann gibt's ja nichts mehr zu holen, das wär's ja. Wenn wir die Baumstümpfe drin lassen, müsste es ja nachwachsen. Eigentlich schon, ne? Innerhalb der Eigentlich. Base. Eigentlich. Innerhalb der Mauern können wir die Baumstämme wegmachen. Baumstümpfe? Ja. Das ist sogar gut, wenn du in die Hocke gehst. Gehen. Und deine Flugzeug-Axt nimmst, dann haut er nur von links nach rechts. Dazu. Ja. Das weißt du aus den Kommentaren? Nee, das wusste ich schon so. Ich bin der Meinung, du hast letztens gesagt, du hast es in den Kommentaren gelesen, aber okay. So, zack, zack. Heidelbeeren. Essen wir und dann brauchen wir wieder mehr Loks. Was hast du? Ein Baum schuldiert noch. Ja. Letzter Baumstamm, jetzt ist alles weg. Aber die Mauer, sie wird auch kompletter. Ja, wir müssen natürlich noch die ganzen Bäume hier irgendwie wegklatschen. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell das geht. Können wir den eigentlich auch wegbrennen? Das eigentlich nur mit der... Warum verbrennst du denn? Wir schauen, ob das geht. Ja, wenn er verbrennt, dann ist er weg. Dann kannst du ihn zum Baum benutzen. Digga, geil! Ach so, warte mal, kriegt man so vielleicht die Eingeborenen aus den Ästen da oben raus? Einfach anbrennen von unten? Sein. Das auf der anderen Seite habe ich ihn mit dem Pfeil auch rausgeholt. Okay, nicht schlecht. Da hier nochmal alles reinbrezeln. Ja, dann lass uns mal versuchen, damit der Axt... Ja, genau. Versuch auch nochmal hier. Bam. Oh, doch, mit den Federn geht's echt schon sehr, sehr viel schneller. Boom. Hier, du hast deine Feuer... Geht das auch mit der normalen Axt? Geht, glaube ich, mit allen Waffen, ja. Waffe dran und aber einfach Federn. Ganz viele Federn, ne? Oder ganz viele Zähne. Muss nicht nur einen nehmen. Habe ich. Und ich glaube, da kommt was auf dich drauf und... Das war knapp. LOL. Ich glaube, ja? Unsere Wand hat einen Schaden bekommen. Nein. Ja. Also wenn die Bäume auf die Mauern fallen, dann sind die Mauern ciao. Da müssen wir aufpassen. Besten so in diese Richtung. Ah. Ja, nimm noch den anderen mit. Ich habe leider keine Federn mehr, deswegen kann ich keine Federn dran machen. Ich habe jetzt aber 12 Zähne dran geklebt. Aber sieht die Waffe dann anders aus? Sind auf jeden Fall einige Zähne dran? Zähne dran, ja. Kannst du das nicht sehen? Also ich habe Federn dran, aber... Meine Axt an. Warte mal. Aber ich sehe bei denen auch keine Federn. Und eine perfekt. Ist gespickt mit Zähnen. Ich habe bei mir eigentlich auch Zähne drin gemacht, aber die sehe ich nicht. So, dann hilf mir mal. Mieser Chaco, ey. Er genießt hier so die Ruhe. Weite Baum nicht verliere. Dann haben wir aber gleich alle, ne? Ja. Ein oder zwei sind es noch. So, direkt auf dich drauf. Gehen wir das hin. Boom. Nicht auf die Mauer. Nichts erwischt. Unsere Falle mies weggerotzt. Das ist dein. Nö, nö, alles chill. Falle steht doch hier, Junge. Nichts erwischt. Der Einzige, was jetzt ein Loch hier in die Mauer reingerissen hat, das bist du. Noch nicht fährt. Nalo! Hier wird doch gleich noch ein Baum umgeklatscht. Warte doch nochmal. Ja, dann kipp den hier in die Richtung, wo das Loch ist, das Tor ist. Ich hab grad irgendwie keine Kraft mehr. Ja, kenn ich. Hau rein da, du Jürgen! Warte, ich schieb ihn. Andere Richtung, du Arschloch! Nice, nice. Okay, und das Lagerfeuer. Ciao. Aber es geht schlimmer. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt alles voll, ne? Wo ist denn... Wir haben alle Bäume weg, aber wir haben noch lange nicht die Mauer fertig. Meinst du nicht? Aber da fehlt noch einiges. Wo ist denn hier dieser Lok? Der Loklachs. Ah, das ist deiner. Ist nicht eine Flagge dran? Ja, aber ich glaube... Der Mauer ist eine Flagge. Ja. Hier? Aber der ist leer. Okay. Ah, perfekt. Ich dachte schon, den hätte ich irgendwie zerstört. Ja, hier kommen wir noch rein. Einmal bitte aufladen. Hallo! Ich brauche auf jeden Fall... Oh, ich brauche... Ein Mauerstück neu machen. Ich eigentlich wieder ein bisschen Energy. Ich trinke mal was. Das hilft ja auch immer ganz gut. Ja, dann haben wir heute das große Aufräumen, ne? Ja, naja, das neue Base bauen jetzt, ne? Das große Aufräumen, würde ich sagen, kommt nächste Folge. Da wird hier alles sauber gemacht. Ein Baum steht auch immer noch hier. Wobei wir doch einen Baum eigentlich zum Harz sammeln brauchen, ne? Da könnten sie zwar auch einen... Und wir könnten theoretisch ein Baumhaus da reinbauen. Ein Baumhaus? Das wäre auch cool. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Okay, ich nehme das Baumhaus. Lass auf dem Boden schlafen. Zack, zack. Okay, ja, willst du hier nochmal zubauen? Oh, hier ist noch.
Nochmal was trinken. Haben wir jetzt mehr Energy. Und jetzt sind, glaube ich, alle Stämme weg. Geil. Dann haben wir doch echt was geschafft. Ja, aber es ist gut vorwärts gekommen, ja. Hallo, ich habe noch zwei, drei Bäume noch, dann ist der Lachs zu. Und dann können wir uns hier drin unsere Base aufbauen und an den Eingängen noch ordentlich Fallen platzieren. Oh ja, das ist geil. Hier eine Treppe an diesen Stein bauen, dass wir hier auch einen Stein drauf können. Warte mal. Das geht eigentlich auch recht easy, glaube ich. Ich glaube, müsste auch gehen. Also, Treppen habe ich schon gesehen. Also, du willst das. Warte mal. Einfach so wahrscheinlich, ne? Warte, so. Ja, genau. Eigentlich ja, geil. Genauso. Ja, perfekt. Dann haben wir es doch. Und von da oben können wir dann die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen schießen, ne? Genau. Okay, geil. Also, Muchachos, nice. Daumen nach oben zwirbeln. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Gerne nützliche Tipps und Tricks in die Kommentare brezeln. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal die erste, ja, schöne Base bauen. Dann reingehauen. Oh yeah. Ciao, ciao.